habt ihr eigentlich schon mal was von Mainburger Lausbuer auf YouTube gehört? Der damals Vierjährige namens Max, der bei der Mini-Playback-Show zu Gast war, das Video dazu, hat mittlerweile 500.000 Klicks schon und verbreitet sich ja wie ein Feuer im brasilianischen Regenwald. Aber für die, die es noch nicht kennen, bitte Ohren spitzen und zuhören. Und deine Mama steht hier auch nur am Kochherd? Nein, sie darf schon auch raus, also sie darf sich alles kaufen, aber nur im Fluss verkaufen. Wenn ihr beide jetzt in die Küche steht, darf Mama dann raus? Dann darf Mama zum Einkaufen. Das ist uns wurscht, aber sie darf auch bis nach Mainburg, darf sie aber weiter nicht. Das ist die Grenze. Aber Nachmittag, da darf sie bis nach Regensburg. Und das habt ihr alles so geplant, ihr Männer? Ja, wir sind cleverer als meine Mutter. Und wenn du später heiratest, darf deine Frau dann auch mal ein bisschen Auslauf haben? Die darf bis nach Mainburg in der Früh. Sie darf immer 5 Stunden wegbleiben und dann muss sie wieder zurück. Aber 5 Stunden sind schon lang. So lang braucht man von hier bis nach Berlin. Starker Tobak. Und der Max, der war damals 4, ist jetzt 26, also ein gestandenes Mannsbild, kann man sagen. Und ist also 22 Jahre her. Und wir hier in der Galaxy-Redaktion haben uns gedacht, den Buben, den holen wir uns rein in die Sendung. Weil es interessiert uns natürlich brennend, ob der immer noch so über die Damenwelt denkt und ob seine jetzige Freundin, wenn er denn eine hat, auch so an der Leine gehalten wird. Und was soll ich sagen, wir haben es geschafft. Jetzt bei mir hier im Studio ist der Max. Servus, grüß dich, hi. Servus, Matze. Heidi ho. Max, erzähl mal, wie ist denn das damals zustande gekommen? Wie war denn das für dich? Wie bist du in die Sendung, in die Show, Mini-Playback-Show reingekommen? Ja, ich war 4 Jahre alt und wollte unbedingt so einen Luftballon von RTL haben. Okay. Und bin dann auserkoren worden, dass ich da halt jetzt mit die Wonneproppen mitreden sollte. Okay. Und habe außergewöhnlich für ein kleines Kind ca. 16 Minuten geredet. Und das ist zusammengeschnitten worden und voilà, da ist der Blödsinn. Aber bist du eigentlich auch mit so einem rotzfrechen Mundwerk schon geboren worden? Ich meine mit 4, du wärst ja fast was fürs Radio eigentlich. Also das war alles, ich muss das sagen, das war komplett spontan. Da war nichts geplant oder abgesprochen. Und ich würde sagen, Lausbur by Nature. Man sucht sich einen Hintergrund nicht aus. Ich bin mit den Schauspielern und redefertigen Menschen aufgewachsen, sage ich mal, im Freundeskreis meiner Eltern. Hab sehr früh Englisch gelernt und hab sehr früh gelernt, mich zum Unterhalten und zum Reden. Und schüchtern war ich noch nie. Ich auch nicht, mein Freund. Aber jetzt sag mal, das, was uns am meisten interessiert. Du sagst ja auch, die Mama, die darf nur bis nach Mainburg. Damals zumindest. Wart ihr damals wirklich so streng zur Mutter oder ja, was hat es damit auf sich? Es hat damit auf sich, dass ich es einfach gewohnt war, in den Kindergarten zu gehen. Meine Mama hat das Büro zu Hause gehabt. Somit ist die am Vormittag meist nach Mainburg gefahren zum Einkaufen. Das habe ich in die Ferien dann miterlebt. Aha. Daher ist das Bild in meinem Kopf entstanden. Und nachmittags sind wir halt oft nach der Schule oder nach dem Kindergarten nach Regensburg gefahren zum Bummeln oder zum Baden gehen. Mhm. Und daher ist das Bild gekommen. Also das hat nichts damit zu tun, dass wir sie irgendwie unterdrücken wollten oder einsperren. Okay. Und jetzt ist das Ganze ja schon 22 Jahre her. Wie ist denn das Video jetzt vor kurzem eigentlich wieder nach so vielen Jahren wieder aufgetaucht? Ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht, wer das reingestellt hat oder wo das herkommt. Vielleicht war irgendeine Frist abgelaufen von RTL oder irgendetwas. Ich konnte es nicht genau beschreiben. Es war so, dass das erst auf meiner Facebook-Seite war, dann habe ich es gesehen, habe es aber nicht wahrgenommen, habe es gar nicht irgendwie ernst genommen. Aha. Kurz darauf hat mir dann ein Kunde von mir angerufen und gesagt, hey Max, melde dich doch mal beim Radio, die suchen die. Und ich habe da dann das durchgelesen und habe mich dann einmal gemeldet. Ja, habe aber immer noch nicht wirklich drüber nachgedacht und... Ja, jetzt steh da. Jetzt stehst du da. Ist auch ein super Radiothema und ich habe gehört, viele Radiostationen stehen bei dir Schlange und du bist heute bei deinem ersten Radiotermin bei uns bei Galaxy Landshut. Die anderen Sender, die dürfen sich dann ganz schön hinten anstellen, so wollen wir das. Aber was hat eigentlich deine Mutter zu dem gesagt, was du da so öffentlich im Fernsehen erzählt hast? Also erstmal muss man sagen, dass meine Eltern bei der Aufnahme diese 17 Minuten hinter dem Vorhang geguckt sind. Aha. Und haben nicht lachen dürfen und nicht sagen dürfen und haben natürlich auch nicht den Mund verbieten dürfen, was total schlecht war. Aber danach hat sie es unheimlich lustig gefunden und witzig und sie einfach dachte, naja, Kindermund tut Wahrheit kund. Mhm. Jetzt, wo sie wieder rausgekommen ist, hat sie gedacht, um Gottes Willen, erzähl bitte alle Leute, ich bin gestorben. Damit ich da damit einfach nicht mehr verbunden werde. Mhm. Aber generell findet sie es lustig und spaßig, weil zusammen wir heute. Und immer noch bei mir im Studio, der Max, der Mainburger Lausbur, den wir aus den letzten beiden Wochen alle von Facebook oder von YouTube kennen. Der Max war mit 4 Jahren zu Gast in der Mini-Playback-Show bei den Wonneproppen. Und für alle, die es nicht gesehen haben oder gehört haben, wir hören nochmal kurz rein.
Und deine Mama steht hier auch nur am Kochherd? Nein, sie darf schon auch raus. Also sie darf sich alles kaufen, aber nur im Schluss verkaufen. Wenn ihr beide jetzt in die Küche steht, darf Mama dann raus? Dann darf Mama zum Einkaufen. Das ist uns wurscht, aber sie darf auch bis nach Mainburg, darf sie aber weiter nichts. Starke Aussagen. Max, du sagst ja, deine Mama darf nicht weit weg von zu Hause. War dir damals eigentlich bewusst, was du so erzählt hast eigentlich da? Mir war nicht wirklich bewusst, was ich da erzählt habe. Wenn ich es jetzt so anschaue, wenn ich mir denke, dass das halt meine damalige Sicht der Dinge war. Ja. Einfach. Und hab da auch kein schlechtes Gewissen deshalb. Darf deine Mutter denn heute weiter als nach Mainburg oder Rengsburg? Also sie hat ein eigenes Auto. Hat natürlich keine Leine, habe ich auch schon mal betont. Also wohin sie möchte und wann sie möchte, wie lang sie möchte. Die kommt davon selber wieder ran. Gut so. Du hast ja auch eine Freundin, hast du mir erzählt. Geht die dann auch an der Leine oder nichts? Also natürlich habe ich mir dann eine Frau gesucht, die gern Leinen hat. Die höchste Reichweite sind 20 Meter von der Leine. Sie ist 50 cm groß, hat ein blaues und ein braunes Auge und ist halt ein Husky-Mischling. Ja. Aber das ist halt nicht meine Freundin, sondern mein Hund. Ja. Also natürlich hat meine Freundin, genauso wie meine Mutter, genauso wie alle Mädels, die bisher in meinem Leben irgendeine Rolle gespielt haben, alle Freiheiten, die was haben wollen. Mhm. Ich bin weder als Macho erzogen, noch als Macho aufgewachsen. Ich bin für Respekt und Akzeptanz und Gleichberechtigung, setze ich alles dafür und das ist mir wichtig, solange es wieder heimkommen. Ja, das ist ganz wichtig. Jetzt hat ja irgendjemand dein Video von damals wieder rausgekramt. Was würdest du demjenigen sagen, wenn du es rausfinden würdest? Ich weiß nicht, ob ich einen Strauß Blumen schicken darf, aber ich darf wahrscheinlich auf gut Bayerisch sagen, hat es das wirklich braucht. Aber lustig findest du schon, oder? Lustig finde ich sicher. Man muss ja über sich selber lachen können, sonst hat man es ja nicht mit dem Humor. Sonst hat man verloren im Leben. Gibt es eigentlich auch Szenen, die man im Video nicht gesehen hat, aber trotzdem, die trotzdem lustig waren? Also da das ja 16 Minuten waren, war eigentlich auch noch so ein Highlight, der in den 2 Minuten 18 im Internet fehlt, wie der Mareike erklärt hat, wie man grästigen Edel macht. Ansonsten war dieser Gespräch einfach Frage und Antwort und das, was man im Internet sieht, ist eigentlich schon der Highlight von dem Ganzen. Max, ich danke dir ganz herzlich, dass du da warst heute bei mir im Galaxy Studio Landshut und alles Gute dir. Herzlichen Dank, wünsche dir auch und Ohren steif, servus. Merci, aber dein Mainburger Rezept für den grästen Gnädel, den kannst du mir da lassen. Ich habe noch nichts Mittag gegessen heute. Radio Galaxy Landshut auf der 99.8.